Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder mit unserem Projekt D36 hier am Arbeiten und am Machen. Heute damit beschäftigt, dass er die orangenen Lichter sowohl vorne als auch hinten auf weiß bekommt. Das Ganze haben wir ganz easy natürlich bei beamergarage.de bestellt. Da konnte man sich alles mögliche auswählen zu seinem Fahrzeug. Zum E36 gibt es da eine ganze Menge. Die Pakete packen wir jetzt zusammen aus und ich zeige euch, wie wir die Blinker und die Rückleuchten austauschen. Dann noch zum Thema blaue Motorhaube, den haben wir ja so gekauft. Hier habe ich mir schon eine neue besorgt. Die ist lila und ich glaube, die matcht nicht ganz mit der echten Farbe, weil das so ein bisschen Bordeaux-rot ist. Das schauen wir uns dann noch an in Ruhe. Ich würde sagen, erst geht es hier an die Blinker, die vorderen. Und hier haben wir unsere Rückscheinwerfer. So, wir packen hier erstmal die erste aus. Das Ganze ist kein billiger China-Schrott, sondern alles made in Taiwan. Und maximal gut verpackt. Also ich glaube, da wird auf dem Transportweg echt nichts passieren. Da dürfte nichts passieren. Bei jeder Bestellung ist dann auch noch eine Einbauanleitung mit dabei, aber ich denke, die werdet ihr jetzt nach diesem Video nicht brauchen. Und schaut mal selbst als Vergleich, wie das Ganze ausschaut. Das ist schon maximum gut verarbeitet und im Endeffekt richtig easy, weil es nur ein Plug-and-Play-System ist. Genauso schaut es dann auch vorne aus. Wir haben ja hier die Orange und da kriegen wir dann ebenfalls unsere weißen drauf. Das dürfte echt einen riesen Unterschied machen. Also jetzt zum eigentlichen Ausbau. Das Ganze ist eigentlich echt easy. Hier habt ihr den Verschluss, ihr dreht das Ganze auf. Ich habe ja schon ab. Und hier seht ihr eine Schraube, 2, 3 und 4. Das müssten jetzt 8er oder 10er sein, die lösen wir. Das ist eine 8er. Und nicht vergessen, hier natürlich die ganzen Hauptstecker hier einfach abdrücken, auch abzuziehen. Das war's auch schon, jetzt könnt ihr das Ganze einfach hier raushauen. Einen Schraub haben wir vergessen. So. Und wie man sieht, weil der ja schon so alt ist, ist hier ein halbes Aquarium drin. Deswegen ging der auch nicht mehr. Ich denke, das kann man hier vielleicht ein bisschen sehen. Jetzt, wo man das Ganze auch abhat, ganz wichtig. Hier einmal alles richtig sauber machen, damit das nicht irgendwie ekelhaft geschimmelt oder so. So, jetzt wo alles hier sauber ist, können wir unsere linke Seite auspacken. Diese ganz entspannt hier wieder einsetzen. Durch die ganzen neuen Lichtungen natürlich haben wir dann jetzt Gott sei Dank nicht mehr das Problem, dass das ganze Wasser hier eindringt, wie eben bei den alten. So, man merkt das auch schon hier an den Lichtungen, dass der Bedarf auf jeden Fall ein bisschen Druck, um da dran zu kommen, reinzugehen. Und so durch das Festziehen der Schrauben von innen sieht man auch, der zieht sich hier richtig rein, die Lichtung sitzt perfekt. Hier auch. Hier noch nicht ganz, das bedeutet, wir müssen hier oben rechts nochmal die Schraube ein bisschen fester ziehen, dann zieht sich das ganze Konstrukt ein bisschen mehr ran. So. Das Ganze wiederholen wir jetzt natürlich auf der anderen Seite und dann sehen wir uns vorne bei den Blinkern wieder, dann zeige ich euch, wie wir die Blinker umrüsten. Was ihr natürlich nicht vergessen dürft ist, übernimmt eure Glühbirnen, holt die raus und packt die bei den neuen mit rein. Jetzt sind die Blinker vorne dran und die sind eigentlich ganz easy zu lösen. Ich zeige es euch einmal an den neuen. Und zwar, jetzt habe ich den linken in der Hand, ne? Der sitzt ja genau so da drin. Hier ist dieser silberne Haken hier, der hier, der ist nur geklippt und somit hält der auch. Das heißt, ihr geht da mit dem Finger rein und drückt den einfach nur so.
und dadurch poppt er euch schon nach vorne raus. Das Ganze ist auch ungefähr auf der Höhe von diesem Loch. Ihr könnt auch hier mit der Hand rein und schon kommt er euch hier entgegen. Beim neuen habt ihr hier hinten noch einen kleinen Schutz. Die zieht ihr ab, die alte raus, die neue wieder rein. Fertig. Das gleiche wiederholen wir hier noch auf der Seite und dann sind wir fertig. So Freunde, das war's dann. Ich habe euch jetzt genau gezeigt, wie ihr die Rückleuchten und die vorderen Blinker tauscht. Ihr habt gesehen, es ist ziemlich easy. Und dann würde ich mal sagen, bleibt gespannt. Es werden noch einige weitere Folgen zu diesem Fahrzeug folgen. Denn der hier hat sowohl keinen TÜV mehr und da er ja 32 Jahre alt ist, soll er seine H-Kennzeichen bekommen. Dafür müssen wir uns um den Unterbodenbereich noch kümmern. Plus, er bekommt noch richtig, richtig geile Felgen, die wir natürlich schon haben. Und ich würde sagen, es bleibt eine kleine Überraschung fürs nächste Mal. Dankeschön fürs Einschalten. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Abonnieren.